Es gibt genauso viele Idioten, die vegan sind, wie Fleischesser. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und es ist mal eins, was aus der Reihe tanzt. Ne? Deshalb ist Ole auch dabei. Spaß beiseite. Es ist jetzt ungefähr 20 Videos her, dass ich meinen Kanal von News auf rein vegane Themen umgestellt habe. Und ein paar sind gegangen, 10.000 sind dazugekommen, was mich sehr, sehr freut. Und deshalb nochmal Hallo an alle. Ich für meinen Teil, ich lebe jetzt seit ein paar Jahren vegan und das war für mich die beste Entscheidung ever. Ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter und ich bereue es nicht und im Gegenteil, ich freue mich sogar dazu, wenn ich bei Menschen, die das ganz interessant finden, auch ein paar Fragen beantworten kann. Doch eine Sache stört mich bei der ganzen Thematik extrem und es ist auch genau die Sache, die ich in diesem Video thematisieren möchte. Es geht dabei um die Veganer-Polizei und wie diese allen anderen Veganern schadet. Um das Ganze ein bisschen besser zu erklären, lass mich kurz ein Stück ausholen. Ich für meinen Teil, ich mache ja Aufklärungsvideos. Also ich mache diese Videos hier für Leute, die sagen, hey, das ganze Vegane finde ich spannend, aber so richtig habe ich noch keinen Fuß da auf dem Thema fassen können. Ich schaue einfach mal. Und mein Wunsch ist es, oder was ist meine Mission dahinter vielmehr, ist es, dass ich Menschen helfe, ihren Horizont zu erweitern, um diesen dann eben zu zeigen, was links und rechts so alles Neues gibt, was man machen kann, wie man sich auch alternativ ernähren kann und es nicht immer unbedingt tierische Produkte sein müssen. Ich teile all mein Wissen auf diesem Kanal und wenn es jemandem hilft, jemand sagt, wow, damit komme ich weiter, dann freut es mich und dann habe ich sozusagen meine kleine Teilmission erreicht. Und wie gesagt, das Feedback insgesamt ist großartig. Und dennoch gibt es unter all den tollen Menschen draußen so ein paar Leute, die ich zur Gruppe der Veganer-Polizei zähle. Bei denen ist es so, egal was ich mache, es gibt immer ein Aber. Die schreiben dann oder sagen dann so Sachen wie, hey, ist ja an sich schön und gut, was du da machst. Aber, warum kaufst du dann Sachen mit Plastik? Warum kaufst du nicht nur regionale Sachen? Oder auch, du weißt schon, dass da mindestens eine Träne eines traurigen Kindes mitverarbeitet wurde. Das geht gar nicht für mich, bist du definitiv nicht vegan. Am Arsch. Und genau das ist für mich die personifizierte Veganer-Polizei. Denn der Punkt ist, nur weil man sich vegan ernährt, heißt es nicht, dass man automatisch ein fehlerfreier und vollkommener Mensch ist. Ich kenne ein paar Veganer, mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben, weil das einfach schlechte Menschen sind. Genauso gibt es aber auch eben Fleischesser, die schlechte Menschen sind. Die Ernährung selbst sagt überhaupt nichts über den Charakter eines Menschen aus. Ich habe mal einen Podcast gehört und das fand ich sehr treffend. Der Veganer ist des Veganers größter Feind und damit hatte die Person, die das gesagt hat, vollkommen recht. Denn statt die Leute leben zu lassen, wie sie leben möchten, gehen diese Leute aktiv nach vorne, blind mit dem Kopf durch die Wand und versuchen mit größtem Druck, diese Leute zum Umdenken zu bewegen. Man muss dafür jetzt kein Geschichtsexperte sein, aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass so ein Verhalten einen niemals wirklich langfristig weitergebracht hat. Ich für meinen Teil, ich war zum Beispiel letztens auf einem größeren Dorffest und die Leute da wissen eben, dass ich mich rein pflanzlich ernähre, was total okay ist. Und die saßen um mich rum, haben Fleisch gegessen und manche fragten noch, ob sie weggehen sollten, weil es mich eventuell stören könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, alles gut, bleib sitzen. Manche haben eben auch gefragt, hey, aber ganz ehrlich, aus reinem Interesse, was isst du denn jetzt eigentlich, wenn du keine tierischen Produkte isst? Und das ist eine vollkommen legitime Frage. So lustig sie sich manchmal vielleicht anhören mag, aber ich für meinen Teil, ich versuche das Ganze dann erstmal mit einem Witz sozusagen aufzunehmen und habe dann auch geantwortet, was ich esse, ey, hast du mich heute nicht Rasen mähen gesehen? Ich habe den Rasen einfach direkt mitgebracht, den knall ich gleich auf den Grill. Das wiederum führt dazu, dass der Gegenüber anfängt zu lachen und merkt, okay, ich scheine jemand zu sein, der versteht Humor und der muss nicht Sorge haben, dass ich gleich aufstehe, einen roten Farbbeutel auf ihn werfe und Tiermörder schreie. Im Gegenteil, dieser Witz hat mir geholfen, dass der andere sich geöffnet hat, auch wirklich konkrete Nachfragen gestellt hat und ich ihm eben auch erklären konnte, wie ich das ganze Thema angehe, dass es keine Nachteile gibt und. Das hat sogar noch weitere Fragen am Tisch offenbart und insgesamt war das Ergebnis großartig und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich dafür ein größeres Verständnis sorgen konnte. Natürlich weiß ich auch, dass das ein besonderer Fall ist und es gibt da draußen noch Menschen, die sehr gerne Fleisch essen, die kriegt man auch nicht davon überzeugt. Die haben ihre klare Denke und egal, was man auch versucht oder was ich auch versuchen würde, mit Argumentationen kommt man nicht weiter. Und da habe ich auch einen schönen treffenden Vergleich auf Twitter gelesen. Das ist so wie, wenn ihr jetzt mit einer Taube Schach spielt. Ne? Egal, ob ihr gewinnt, am Ende wird die Taube eure Figuren umschmeißen, auf das Spielbrett kacken und dann im Glauben der Sieger zu sein, wegfliegen. Es ist egal, was ihr macht, manche Leute kriegt ihr nicht bewegt. In diesem Sinne ein kleiner Appell
Appell an die Veganerpolizei da draußen. Lasst die Leute doch einfach leben, wie sie leben wollen und zwingt anderen nicht direkt euren eigenen Lebensstil auf. Denn nochmal, egal ob man jetzt tierische Produkte oder rein pflanzliche Produkte isst, die Ernährungsweise selbst sagt recht wenig über den Charakter aus. Es gibt genauso viele Idioten, die vegan sind wie Fleischesser. Okay, rein statistisch gesehen ist das nicht möglich, weil es weniger Veganer als Fleischesser gibt. Aber vom Grundprinzip her findet man in jedem Lager Idioten. Wenn ihr aber als gutes Beispiel vorangeht, ne, die anderen ihr Zeug machen lassen, aber selbst einfach ein gutes Beispiel seid und das von euch aus auch ausstrahlt, dann werden die, die bereit sind, drüber nachzudenken, von sich aus auf euch zukommen und euch Fragen stellen. Und das ist dann der perfekte Ansatzpunkt für eine positive Veränderung. Ich habe definitiv auch nicht die Universalantwort auf alles, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mal das Feedback zu den Videos hier oder auch auf meinen Instagram-Posts und Instagram-Stories sehe, dann kriege ich auf jeden Fall oft das Feedback von Menschen, die sagen, hey, ich esse zwar Fleisch, finde es aber ultra spannend, wie du so ein bisschen den Horizont erweiterst und du hast mir auf jeden Fall ein paar Tipps gegeben, dass ich jetzt meinen Fleischkonsum überdenke und ein bisschen weniger davon esse. Hey, wenn ich das damit schaffe, ist das für mich schon mal ein Riesenschritt. Ich zwinge ja keinen dazu. Außerdem finde ich auch, es gibt so ein gutes Mittelmaß, wie man jetzt eben Inhalte rüberbringen kann. Zum Beispiel Quarks schafft es auf Instagram sehr, sehr gut, einfach neutral über einen Sachverhalt zu berichten und jeder kann sich dann selbst seinen Teil daraus ziehen. Und ich glaube, das ist dann entsprechend der entscheidende Punkt, wie man Veränderungen beeinflussen kann. Genug dazu, es musste mal raus. Ich wollte doch einfach mal so ein Video machen, wo man dann, wenn man mal wieder so dumme Kommentare bekommt, einfach dieses Video mit dem Titel Ansage an die Veganerpolizei kommentarlos drunter posten kann. Da muss man nichts weiter erklären. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie handhabt ihr das Ganze? Könnt ihr meine Argumentation verstehen? Wie geht ihr die Thematik an? Ich freue mich über ein paar nette Kommentare hier unterhalb des Videos. Wenn dir das Video gefällt, lass einen Daumen nach oben da. Wenn dir mein ganzes Konzept gefällt, abonniere den Kanal. Und wenn du magst, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Mach es gut, hab einen schönen Tag und bis dahin, tschüss.